Hi ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia und wir machen heute bei Edeka passend zum Karneval einen kunterbunten Konfettikuchen. Dafür vermengen wir Zutaten zu einem saftigen Rührteig und heben bunte Streusel darunter. Während der Kuchen backt, schlagen wir eine lockere Buttercreme auf und streichen diesen damit ein. Zum Schluss noch ein paar Streusel obendrauf. Los geht's. Unser Konfettikuchen bekommt ja zwei Böden. Deswegen bereite ich mir jetzt einmal eben die Springform vor. Die haben jeweils 20 cm. Da wird der Boden als erstes mit Backpapier ausgelegt. Dafür klemmt man sich das Backpapier einfach einmal unten in die Form ein und schneidet dann die Ränder ab. Jetzt nehme ich mir einmal die Butter. Die ist schon zimmerwarm, weil ich die auch gleich für den Kuchen brauche. Und dann pinsel ich mir den Rand und auch so ein bisschen auf dem Backpapier einfach die Form ein. Und die zweite Form auch. Die stelle ich mir jetzt einmal beiseite und bereite den Teig vor. Ich starte mit der Butter, davon brauchen wir 300 Gramm. Außerdem 200 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Salz und ein Päckchen Vanillezucker. Ich habe euch das Rezept aber auch nochmal hier oben in der Infocard verlinkt. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich immer auch gerne den Kanal abonnieren. So, das Ganze wird jetzt einmal weiß geschlagen. Weiß schlagen heißt das, weil die Butter durch dieses Aufschlagen den gelblichen Ton verliert und so ein bisschen weißlich wird. Und hier kommen jetzt noch drei Eier dazu, und zwar nach und nach. Heißt, erst eins rein und dann schlagen und dann das nächste. Jetzt mische ich mir einmal das Mehl mit dem Backpulver. Dafür nehme ich heute 405er und zwar 400 Gramm. Die Mehlmischung gebe ich nun abwechselnd mit Milch und saurer Sahne zum Teig. Also erst ein bisschen Mehlmischung, einmal rühren. Jetzt noch einen Schuss Milch. Davon brauchen wir insgesamt 100 Milliliter. Die messe ich mir einmal ab. Davon jetzt einen Schuss rein und nochmal rühren. Jetzt wieder ein bisschen Mehl. Jetzt ein bisschen von der sauren Sahne, davon brauchen wir insgesamt 250 Gramm. Und so verfahre ich dann, bis alle Zutaten im Teig verrührt sind. Und jetzt wird's hübsch, jetzt kommen nämlich unsere bunten Zuckerstreusel da rein. Das sind 50 Gramm, die hebe ich jetzt vorsichtig unter. Und was ist denn eigentlich so euer Lieblings-Karnevalsgebäck? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Easy hat ja auch mal super leckere rheinische Mutzen gemacht, die habe ich euch hier einmal verlinkt. Falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt ausprobieren. Wer es nicht ganz so süß mag, kann statt der Zuckerstreusel natürlich auch gehackte Nüsse nehmen. Der Rührteig ist jetzt soweit vorbereitet. Jetzt kann der in meine beiden Springformen gefüllt werden. Und zwar zu gleichen Teilen. Und dann den Teig einfach glatt streichen, sodass überall ungefähr die gleiche Höhe ist und der Teig auch bis zum Rand kommt. Solltet ihr keine 2,20er Springform zu Hause haben, könnt ihr den Kuchen trotzdem backen. Ihr nehmt dann einfach eine größere, packt den gesamten Rührteig in eine Springform und schneidet den hinterher horizontal durch. Klappt auch, ihr müsst vielleicht die Backzeiten ganz bisschen anpassen. Die zwei wandern jetzt in den Backofen und zwar bei 150 Grad Umluft für ungefähr 35 bis 40 Minuten. Auf jeden Fall Stäbchenprobe machen. Während die Kuchenböden im Ofen sind, können wir uns schon mal um die Buttercreme kümmern. Dafür brauchen wir wieder zimmerwarme Butter, und zwar 300 Gramm. Dann habe ich mir hier schon 300 Gramm Puderzucker vorbereitet. Den gebe ich jetzt nach und nach zur Butter dazu, während ich die schlage. So fluffig sollte Buttercreme aussehen. Ihr könnt natürlich das Ganze auch noch ein bisschen verfeinern, zum Beispiel mit abgeriebener Zitronenschale oder einfärben mit Lebensmittelfarbe. So, die Kuchen sind mittlerweile fertig gebacken, abgekühlt und schon aus der Form geholt. So sehen sie aus. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Die zwei werden ja nun jetzt gleich gestapelt. Wenn das bei euch, bei mir ist das hier nur so ein bisschen hochgegangen, wenn das bei euch so einen richtigen Bobbel gegeben hat, dann könnt ihr den einfach mit einem scharfen Messer oben absäbeln, damit es flach ist. Zwischen die beiden Böden kommt natürlich auch eine Schicht Buttercreme. Ich gebe jetzt den zweiten Boden oben drauf und weil ich ja möchte, dass der Kuchen von oben ganz flach ist, drehe ich mir den einmal um. Und nun gebe ich die restliche Buttercreme obendrauf und einmal um den Kuchen rum. Wenn ihr habt, nehmt ihr euch jetzt am besten so eine Teigkarte zur Hilfe. Ist ein bisschen wie beim Spachteln. Also mein Papa ist gelernter Maurer und der hat mir das ein bisschen beigebracht, wie man verspachtelt. Der wäre jetzt gerade ganz stolz auf mich. Also man kann das jetzt entweder so machen, dass man das so ein bisschen locker, flockig, ein bisschen mit Struktur macht. Kommen ja eh gleich noch die Streusel drauf. Oder man kann das so hyper akkurat nochmal alles glätten, glätten, glätten. Eher so Richtung Hochzeitstorte. Jetzt kommt der Teil, warum meine Kinder diesen Kuchen so lieben. Jetzt kommen nämlich die restlichen Zuckerstreusel da drauf. Das sind nochmal so ungefähr 50 Gramm. Übrigens, der Kuchen, der hält sich ein paar Tage. Dadurch, dass da Buttercreme drin ist, natürlich am besten im Kühlschrank. Jetzt sollen ja von der Seite da auch noch Zuckerstreusel dran. Dafür riskiert ihr es, den Kuchen so ein wenig seitlich zu stellen, ohne dass er euch davon runterrutscht, und rieselt es von der Seite so ein bisschen drauf. Alternativ kann man auch werfen. Also ich finde, optisch überzeugt der Konfettikuchen ja schon mal auf jeden Fall. Ich habe mir schon mal ein Stück abgeschnitten und probiere. Mmh. Boah, aber ich finde den mega. Der schmeckt so ein bisschen butterig, ein bisschen nach Vanille.
natürlich auch ordentlich süß, also hammerlecker, dieser Konfettikuchen. Ich finde, den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf super leckere Rezepte, habe ich euch hier zwei verlinkt. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!